Blechkuchen gehören zu meinen absoluten Lieblingen, wenn es darum geht, dass man ein Kuchenbuffet hat und für relativ viele Leute Kuchen backen möchte oder auch einfach so zum Sonntag einen leckeren Kuchen backen möchte. Denn auf dem Blech, da brauchst du einfach keine zusätzliche Backform sauber machen und das ist alles irgendwie einfacher und du sparst dir das Ganze ausbuttern und so weiter. Also ich bin ein großer Fan von Blechkuchen. Wenn es dir ganz genauso geht, dann ist diese Variante hier mit Mandarinen und Schmand vielleicht genau das Richtige. Los geht's mit einem Vanille-Rührteig, den ich hier nach so einer Eins-in-Alles-Methode zubereite. Die genaue Zubereitung steht wie immer auf heiße Himbeeren und dann auf meinem Backblech ausstreiche. Ich verstärke das Backblech immer gern noch mit einem Backrahmen. Das sorgt zum einen für glattere Kanten und auch dafür, dass der Kuchen ja nicht vom Backblech läuft und sowas. Also habe ich persönlich ganz gern, musst du aber nicht machen. Für die Creme wandern einfach alle Zutaten in unsere Rührschüssel, werden steif aufgeschlagen. Dann kommen die Mandarinen dazu und die Creme wird glatt gestrichen. Ein bisschen Zimt mit dazu und dann darf der Kuchen noch mal eine Stunde in den Kühlschrank, bevor wir ihn dann vorsichtig aus der Form lösen. Das Schöne an dem Kuchen ist, der ist am zweiten Tag oder auch am dritten Tag noch leckerer, weil der Boden und die Creme einfach Zeit haben durchzuziehen. Also ideal zum Vorbereiten und wenn Reste übrig sind, hast du die nächsten Tage den leckersten Kuchen ever und ich lasse mir den nicht schmecken.